Ja, neben mir steht Krapor. Ich habe so ein bisschen Angst, dass er mich gleich angeht, aber er ist im Moment noch ruhig und ich denke, du bist bereit, ein paar Fragen zu stellen, beantworten. Okay. Ja, was ist deine Aufgabe? Wo gehörst du hinzu? Was ist dein Job? Ich bin ein Wächter von Boramadar, Volk der Erde. Ja. Magst du das erklären? Was du meinen mit erklären? Was ist das Volk der Erde? Das ist ein Elementarvolk von Terra. Sind wie Käfer. Okay. Leben unter der Erde. Und fällt es euch schwer, als unter der Erde lebendes Volk jetzt hier in dieser Sonne? Sonne okay, aber viele Siedler haben lange gebraucht, um wieder Vertrauen zu finden, um wieder an die Oberfläche zu kommen. Hattet ihr Probleme mit den überirdisch lebenden Völkern? Machen immer Krieg. Denken, es sei Lösung, aber Boramadar Meinung, Krieg falscher Weg. Aber bewaffnet seid ihr auch, also... Krapor verteidigt Tunnel. Okay. Kolonie. Aber nichts hier in den Krieg. Also ihr seid ein friedliebendes Volk, das eher die friedlichen Lösungen sucht? Haben auch eigene Sprache. Ja. Bedeutet ja? Verstehe. Und ja, ihr versucht also wirklich durch Frieden das alles zu lösen, aber es fällt schwer, mit den Völkern klarzukommen. Frieden auch falscher Weg. Was ist der richtige Weg? Alte Herrscher haben geschaffen Verfemte. War großer Fehler. Wir müssen einen Weg finden, um Fehler zu lösen. Verfemte wieder loszuwerden. Krieg nichts gebracht. Letztes Mal vor Weltenbrand auch Krieg geführt. Führte dazu, dass alles vernichtet. Ja. Also... Beide Wege seht ihr als keine Lösung an. Was denkt ihr denn, wäre eine Lösung? Siedler müssen Weg finden. Siedler, Nachkommen von alten Herrschern, geschaffen Untot und andere Verfemte. Ich denke, das war erstmal weitgehend genügend Informationen. Ich danke für das kurze Interview und hoffe, dass eurem Volk es bald wieder, also noch weiter vorangeht, als ihr es offensichtlich schon geschafft habt.